So, wir wollen euch jetzt mal hier aus dem Herzen Berlins mit raus aufs Land nehmen. Wir steigen da mal gedanklich in den Regio und fahren raus. Ich weiß nicht, wie viel ihr so in den ländlichen Räumen unterwegs seid. Dieses Jahr ist das Thema ja hier auf der Republika nicht ganz so präsent, wie es schon in manch anderen Jahren war. Genau. Also wir glauben, dass wenn man über gesellschaftliche Transformationen nachdenkt, dass man da oft eigentlich viel über Städte nachdenkt und viel aus so einer städtischen Perspektive denkt. Und wir wollen das jetzt mal in dieser Session so ein bisschen die Perspektive wechseln und quasi vom Land her denken und was es da vielleicht braucht, was man da findet, um ja, gesellschaftliche Veränderungen und Zukunftsfähigkeit zu denken. Wir haben jetzt einen kurzen Input, wo ihr uns und unsere Projekte kennenlernt und danach diskutieren wir hier so ein bisschen auf der Bühne über die Frage, was braucht es eigentlich, Wissen oder Geld oder was ganz anderes, und dann würden wir das aber auch gerne ja, rechtzeitig öffnen wollen, um eure Fragen oder Kommentare dazu auch dann gemeinsam weiter zu diskutieren. In den nächsten Slides würde ich euch gerne mal ganz kurz mitnehmen zu unserer Vorstellung, was es eigentlich für diese Transformation braucht. Das sind so ein paar Ebenen, durch die wir durchrattern wollen, weil wir merken oft, dass uns da in dieser Diskussion um Transformation so eine Ebene fehlt. Das geht entweder auf der ganz großen politischen Ebene um so Zielsetzung und was jetzt die richtige Richtung ist, oder man hat alles liegt auf einem selbst, auf dem Individuum und wie man sich so entscheidet zu leben. Und wir kommen ja aus der Ebene der auch Regionalentwicklung, Stadtentwicklung. Also für uns ist eigentlich dieser Blick auf so, oder ist so eine Region, ein Landstrich, eine Gegend, so eine Ebene dazwischen, die wir ganz interessant finden, um da über Veränderungen zu diskutieren. Und was gibt es da? Da gibt es also einen bestimmten Raum. Und da geht es für uns gar nicht so sehr darum, ob das jetzt Stadt oder Land ist, sondern Raum erstmal als was mit bestimmten Städten, Kleinstädten, Dörfern. Da gibt es eine bestimmte Dichte, da gibt es eine bestimmte Landschaft. Es ist irgendwie weiter weg oder näher dran von der Stadt. Und das ist quasi das Setting, in dem wir da unterwegs sind. Und eine wichtige Grundlage. Und dann gibt es da bestimmte Ressourcen, die man für Entwicklung, für Zukunftsfähigkeit einsetzen kann. Ganz klassischerweise würde man als Ressource in der regionalen Entwicklung eher das sehen, was hier ganz oben links ist, sowas wie Tesla. Das bringt irgendwie Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze und Steuergelder und irgendwie Innovation mit. In der Forschung und Begleitung, die wir aber auch am Thünen-Institut beispielsweise ganz lange machen, wo wir unter anderem das Neuland-Gewinner-Programm seit jetzt 10 Jahren betreuen und begleiten, wo jedes Jahr Leute aus Ostdeutschland gefördert werden, die eigentlich Projekte auf dem Land machen, die da soziale Innovationen, würde man jetzt ganz schick sagen, entwickeln. Da merkt man, die bringen alle anderen Arten von Ressourcen mit und schaffen es, die zu aktivieren. Und das können irgendwie Tradition sein, das kann natürlich Leerstand sein, das kann sozusagen die Ernährung, die Lokale sein oder auch Landschaft sozusagen als Ressource. Da geht es vor allem darum, dass man sagt, die Entwicklung, die muss aus dem Kontext kommen, aus dem, was man da vor Ort findet, weil dieses merkt man ja schnell selber, wenn da sowas von oben kommt, von außen, ist es immer ein bisschen schwierig, da gibt es erstmal viel Abwehrhaltung, sondern man muss das, was es vor Ort gibt, weiterdenken. Und dann braucht es natürlich Akteure, also Leute, die es schaffen, diese Ressourcen zu sehen, durch ihr Handeln zu aktivieren und die eigentlich dann in ganz verschiedenen Rollen vor Ort unterwegs sind. Und es braucht vor allem eigentlich einer allein, kann immer nicht so viel machen. Das sind dann coole Projekte, die trotz allem auch entstehen. Aber wenn es vor allem um so eine ganze Region geht, die sich verändert, die sich transformiert, dann ist es da immer ganz gut, ein Netzwerk aus solchen Leuten zu haben, die irgendwie zusammenkommen, die schaffen, Schnittmengen zu finden und dann gemeinsam was verändern wollen. Und die bringen dann bestimmte oder nutzen verschiedene Praktiken, um quasi Ressourcen zu aktivieren, um Veränderungen zu initiieren. Und in unserer Perspektive können Praktiken erstmal alles Mögliche sein. Das können sozusagen Werkzeuge sein, also ganz konkret Dinge zu schaffen, Orte zum Treffen, eine Zeitung zu machen, Theaterprojekt, was auch immer. Aber es können auch sowas
so eine Strategien sein, irgendwie die Region zu vernetzen, neue Traditionen zu etablieren und so weiter. Also das ist erstmal das Tun der Leute, um Transformation voranzubringen. Und da gibt es ganz viele mögliche Praktiken, da gibt es ganz viele Verbindungen. Und das Besondere ist vielleicht, wie man das schafft, sowas, was man woanders mitkriegt, hört, zu übernehmen und bei sich vor Ort zu etablieren oder zu sagen, hey, das finde ich eine voll gute Idee, ich will das irgendwie auch in meiner Region machen. Und da muss man aber auch ganz schön viel anpassen, adaptieren, verändern, um das möglich zu machen. Da werden wir bestimmt in den Beispielen noch mal mehr hören, was dafür braucht. So, und dann ist ja das Republika-Thema die Frage nach dem Cash. Braucht es das eigentlich auch? Und wir haben das Gefühl, die Transformation, die wir meistens sehen, da ist Geld gar nicht von so einem zentralen Stellenwert, sondern die Leute, die fangen erst mal an, die wollen erst mal was machen. Und natürlich braucht es auf dem Weg dann auch irgendwann Geld. Aber es ist nicht die Voraussetzung dafür, dass es eine positive gesellschaftliche Transformation geben kann. Sondern wir glauben, dass vielmehr eigentlich Wissen eine ganz zentrale Rolle spielt. Dass an ganz vielen Orten gleichzeitig sozusagen experimentiert werden kann, Lösungen gefunden werden können für Probleme, für das bessere zukünftige Leben. Und ja, mit dieser Frage, was für Wissen ist es eigentlich und was kann uns da vielleicht auch ja, dieses Versprechen von Digitalisierung, was ja hier überall mitschwingt, helfen, Wissen zugänglicher zu machen? Oder brauchst du eigentlich wirklich reale Orte dafür? Das werden wir gleich gemeinsam so ein bisschen diskutieren. Aber erstmal gebe ich weiter, um in zwei ganz konkrete Beispiele einzutauchen. Von ja, danke schön. Reale Orte war das Stichpunkt. Und ja, wir haben schon gehört, es geht viel um Raum. Wenn wir eine Stunde nach Norden fahren mit der Bahn, wenn denn alles gut geht, landen wir im kleinen Ort Angermünde, Kleinstadt am Rande der Uckermark. Und da gibt es wirklich viel Raum, da gibt es viel Platz. Aber es gibt komischerweise wenig Orte, an denen sich es mischt, wie ich sagen würde, wo neu hinzugezogene auf Menschen treffen, die schon länger da wohnen, wo sich Menschen treffen von verschiedenen Milieus, verschiedenen Alters, verschiedener Herkunft. Und das Haus mit Zukunft, was wir jetzt seit ungefähr 3 Jahren als Hochschule für nachhaltige Entwicklung gestartet haben, ist so ein Beispiel. Wir nutzen ein leerstehendes Gebäude. Wir haben eben davon gehört, die Qualitäten, die Aspekte nutzen, die in der Region sind. Und da haben wir vor allen Dingen viel Leerstand. Wir nennen das in der Regionalentwicklung sogenannte endogene Potenziale. Ein kompliziertes Wort für Leerstand. Und haben angefangen, das seit 3 Jahren zu öffnen. Und zwar haben nicht selber wir die Ideen vorgegeben, sondern wir haben gesagt, wir haben Raum, wir laden die Menschen, die Akteure ein, diese Räume zu nutzen und eigene Ideen in das Haus einzubringen. Und wir haben ein Projekt entwickelt, das nennt sich Raumstipendium. Und da konnten 2 Jahre lang Menschen fast mietfrei diese Räume nutzen. Einzige Auflage war, mit ihren Angeboten diese Stadtgesellschaft und die Region zu bereichern. Hier sieht man das. Wir haben das als offenen Prozess gestaltet. Wir haben gesagt, es braucht verschiedene Formate, verschiedene Prozesse, sich kennenzulernen, sich zu vertrauen und diesen Ort gemeinsam zu entwickeln. Das Raumstipendium, ihr seht hier die 16 Menschen, mit denen wir das gemeinsam gestartet haben. Und solche Prozesse, die kommen natürlich auch aus Inspirationen des urbanen Raums. Also wir haben klar Entwicklungen mitbekommen, wie das Haus der Statistik, die sogenannte Pioniernutzung dort am Alexanderplatz. Und diese Dinge fließen gedanklich ein, aber werden natürlich verändert und werden dem Kontext gegenüber angepasst. Ne? Wir haben ja nicht nur dynamische Menschen zwischen 20 und 30, sondern auch dynamische Menschen bis Mitte 60 zum Beispiel. Und da ergibt sich eine ganz andere Unterschiedlichkeit und Diversität nochmal, wie wir sie manchmal vielleicht in diesen kleinen Blasen haben, in denen wir hier in Berlin zum Beispiel unterwegs sind. Genau, und ansonsten Platz machen als Prozess. Wir haben da auch Monatstreffen, Arbeitskreise, Workshops, es gibt eine Küche für alle. Wir nutzen auch Tools wie Open Spaces und Zukunftswerkstätten und entwickeln diesen Ort gemeinsam mit der Kommune, mit der Hochschule, aber eben ganz eng zusammen mit der Zivilgesellschaft, mit den aktiven Menschen vor Ort. Und das haben wir im letzten Jahr nochmal ausgeweitet.
indem wir ein gemeinwohlorientiertes Gründungszentrum eröffnet haben, bei dem es um mehr geht als um bloße Gründung. Wir sehen den Menschen mit seinem Tätigsein ganzheitlich im ländlichen Raum. Es geht um Transformation, um Engagement, es geht um Hobby und auch um Fürsorgearbeit. Und wir begleiten jetzt 10 Menschen dabei, eigene Modelle zu entwickeln, die für sie nachhaltig und tragbar sind. Und das muss nicht immer eine wirtschaftliche Tragbarkeit sein. Das kann sich auch anders rechnen, indem man andere Dinge zurückbekommt als nur Geld, monetäre Ressourcen, würde ich sagen. Ja, und letzter Aspekt unseres Hauses, es gibt noch eine andere Art von Wissen, die sich da ganz interessant zeigt und mischt. Ich nenne das, oder man nennt es verkörperlichtes Wissen, Embodied Knowledge. Das ist implizites Wissen, was nicht akademisch ist, was nicht aufgeschrieben wird. Wenn wir unser Repair Café anschauen, wenn wir Meditation gemeinsam üben und praktizieren oder wenn wir hier Ulrike haben, die mit einem Kreis von Frauen Rohwolle spinnt und das mit natürlichen Pflanzen färbt und plötzlich alte Handwerke wieder eine ganz neue Aktualität bekommen, wenn man sich die Fragen von Nachhaltigkeit und ökologischem Wandel anschaut. Genau, das war ein ganz kurzer Exkurs und jetzt übergebe ich direkt zu dir, Florian. Ja, vielen Dank. Genau, wir sind jetzt so ein bisschen auf einer anderen Schiene, jetzt wird es so ein bisschen industrieller und unbequemer. Wir haben das Institut für Graue Energie gegründet vor 2 Jahren. Wir, das sind vor allen Dingen Alumni der Bauhaus-Universität in Weimar, also Gestalterinnen, Architektinnen, Stadtplanerinnen, Urbanistinnen. Und wir widmen uns quasi Gebäuden, die brachfallen und die im Prinzip niemanden interessieren, also die es ein bisschen schwerer haben und die vor allen Dingen im ländlich geprägten Raum abgerissen werden. Das ist tatsächlich einfach nach wie vor gang und gäbe. Wir können uns das, glaube ich, an solchen Orten wie heute nicht so gut vorstellen, dass solche Gebäude wie dieses zum Beispiel einfach unter der Abrissglocke verschwindet. Aber das passiert eben gerade in den industriell geprägten Landschaften. Und wir versuchen im Prinzip mit diesem Verein ein bisschen auch ein anderes Bild auf den ländlichen Raum zu vermitteln. Eins, was weniger landwirtschaftlich geprägt ist, als viel stärker auch industriell, viel stärker produktivwirtschaftlich und auch durch Arbeiterinnen und Arbeiter geprägt ist. Und das sind so ein bisschen die Themen, die uns erstmal so im Großen interessieren. Und wir versuchen das Ganze eben mit diesem bisschen frechen Vereinsnamen in Richtung einer ökologischen Inwertsetzung zu framen, indem wir eben den Begriff der grauen Energie uns nehmen, der vielleicht einigen bekannt ist, aber eben viel auch nicht bekannt ist und immer noch so ein bisschen auch als Kunstwort von uns, glaube ich, begriffen wird oder beziehungsweise von außen begriffen wird als Kunstwort, der aber tatsächlich gerade im Baumanagement und in den Ingenieurssparten eine relativ stehende Rolle schon seit vielen Jahren hat. Der beschreibt im Prinzip die Energie, die in den Stoffen drin steckt, um sie herzustellen. Also wenn ich jetzt hier diesen Stift habe, dann ist das im Prinzip die Energie, die ich brauche, um das Plastik quasi erstmal als Rohstoff herzustellen, dann diesen Stift einzuschmelzen, den an Ort und Stelle zu bringen. Und bei Baumaterialien können Sie sich vorstellen, könnt ihr euch vorstellen, ist das um Vielfaches mehr. Aus dem einfachen Grund, dass das Gebäude vor Ort errichtet werden muss und dass diese Materialität einfach viel immenser ist. Und das Schöne ist eben, dass das gerade im industriellen, also in industriell geprägten Landschaften, so wie wir das nennen, viel stärker noch kulminiert, weil die Objekte riesig sind, mit denen wir es eben zu tun haben. Und in denen steckt eben diese graue Energie, die wir, auf die wir eben hinweisen wollen. Ja, das ist einerseits der Grund, ich glaube, das ist nochmal ein schöner Link auch zu dem Motto des Cash, dass die Dinger ja auch mal was gekostet haben. Also die haben vor einer Weile mal sehr viel Geld gekostet, zum Beispiel dieser Getreidespeicher in Osmanstedt, dem wir uns widmen, der hat, ist ein NS-Bau, der hat viele 1000 Reichsmark gekostet, also der war tatsächlich einfach mal eine Menge wert. Jetzt ist er nichts mehr wert, vermeintlich. Und das andere ist, dass wir eben dadurch, dass er nichts mehr wert ist, könnte man erstmal sagen, ja gut, man geht in den ländlichen Raum, weil es da billige Immobilien gibt. Aber es ist ja tatsächlich so, dass der Wert des Gebäudes ein Prozess ist. Ja, und mit dem wollen wir uns eben vor allen Dingen beschäftigen. Und das unter dem Begriff der grauen Energie, indem wir den einfach so ein bisschen, wir nennen das semantisch erweitern. Also gerade die politische Dimension nochmal verdeutlichen. Ich habe ja gerade schon darauf hingewiesen, dass gerade beim Abbruch, also
einerseits die graue Energie der Gebäude verloren geht, also der Nutzen dieser Gebäude im Prinzip verloren geht, nicht mehr nutzbar ist und damit die Materialien im Prinzip auch verloren sind, weil, machen wir uns nichts vor, Upcycling im Bausektor, davon sind wir noch sehr weit weg. Normalerweise werden diese Gebäude dann zu Straßenschotter downgecycelt. Und das andere Thema ist, dass eben auch ein Riesenabfallaufkommen entsteht. Also alleine durch den Abbruch ist im Prinzip schon mehr CO2 emittiert, als wenn das Ding erstmal einfach nur stehen bleiben würde. Und das ist das eine Thema. Und das andere Thema, und das ist eigentlich noch vielleicht für uns auch viel relevanter, ist, das sind ja nicht einfach nur Haufen von Backstein, Beton und Holz, die aus irgendeinem Grund in der Landschaft stehen und die dann einfach so als Energiehaufen, als Rohstofflager da liegen, sondern die haben ja eine soziale, eine ökologische Bedeutung für diese Orte. Also die haben die Orte geprägt, da sind viele Geschichten dran geknüpft, da hängt eine ganze Menge immaterielle Zuschreibung dran und die ist eben natürlich oft positiv, aber eben auch sehr oft negativ und wird unbequem. Ich habe gerade schon erzählt, diesen Getreidespeicher, dem wir uns gerade widmen, der ist eben ein NS-Getreidespeicher durch die Raiffeisengenossenschaft gebaut, vermutlich unter Zuhilfe von Zwangsarbeit. Buchenwald ist faktisch in Sichtweite und wir haben es eben, man sieht jetzt da eben die Bauunterlagen mit den entsprechenden Stempeln, also wir haben es auch mit einem Erbe zu tun, dem wir uns annehmen müssen. Gerade im ländlich geprägten Raum stehen einfach viele dieser Orte rum und sind unkommentiert. Ja. Und auch das ist ja ein Wert, der für uns interessant sein könnte. Genau. Also zu diesen politischen Dimensionen, ich will es jetzt auch nicht zu sehr vertiefen, unser Ansatz ist im Prinzip zu sagen, wir nehmen diese Gebäude und sichern sie erstmal. Ja, für eine Zukunft, die wir auch noch nicht kennen. Also der Ressourceneinsatz für die Sicherung ist viel geringer, als wenn wir es abreißen würden. Und bei dem Getreidespeicher würde das konkret heißen, dass wir jetzt eine Zwischennutzung da reinbringen als Büro, in einem ganz kleinen Teil des Hauses nur. Und wir wissen ja nicht, ob es in 30 Jahren wieder so einen Getreidespeicher braucht. Das können wir nicht absehen. Also wir haben eben vor 40, 50 Jahren in Berlin auch noch Gründerzeitbauten weggerissen. So, also dieser Punkt, auf den wollen wir hinaus. Und wir wollen eben auch zeigen, dass auch an Industriebauten repariert werden kann. Wir haben jetzt das Dach repariert, man sieht das noch, wie kaputt das ist. Wir haben auch eine Menge Ressourcen da gefunden, Altreifen, so ein Ding der 90er, Altreifendeponien, wilde. Und jetzt ist es uns eben gelungen, dass dieses Dach und auch dieses Dach, die sind beide wieder dicht erstmal. Und jetzt hat man erstmal wieder Zeit für dieses Grundstück. Jetzt habe ich gar nicht erzählt, wo das liegt. Das liegt in Thüringen, bei Weimar, Osmannstedt, ist ein Dorf mit einer ziemlichen Luxuslage, weil es einen Bahnanschluss hat. Aber es ist eben auch eine Immobilie, die erstmal fensterlos ist, die erstmal irgendwie sich so ein bisschen der klassischen Immobilienwirtschaft entzieht. Genau, und noch vielleicht zum Stichwort Wissen, dann habe ich schon wahrscheinlich viel zu viel gesagt, dass wir im Prinzip natürlich jetzt dieser Getreidespeicher-Utopie, die wäre uns die liebste, dass wir das zwischennutzen tatsächlich und dann wird es wieder diesem Zweck zugeführt, vielleicht im Hinblick auf eine neue landwirtschaftliche Perspektive vor Ort, die solche kleinen Speicher wieder nutzen kann, weil das ist nur ein kleiner Genossenschaftsspeicher. Die Alternative wäre eben zu sagen, und das ist ein bisschen unsere Idee, die wir jetzt hier erstmal in diesem Erdgeschoss machen wollen, dass wir da ein Büro machen, eine Anlaufstelle, die sich tatsächlich diesen Brachen annimmt und die das Wissen sammelt. Und das Ganze könnte eventuell eben auch in einer Archivnutzung kulminieren, weil wir haben es ja mit fensterlosen, recht kühlen Räumen zu tun. Und das wäre so ein bisschen unsere Idee, dass man sagt, das ist, ja, klingt jetzt doof, aber es ist der Wissensspeicher. Es wäre eben ein schöner Anlaufpunkt, gerade weil es mit dem Büro sehr gut zusammenpassen würde. Gut, jetzt erstmal so viel. Das Ding? Genau, weil ich würde auch noch mal ganz kurz euch erzählen, was wir überlegen. Also ihr habt schon dieses Logo Landleb doch gesehen, da sind wir mit Studia Moore und dem Thünen-Institut und noch vielen anderen Partnern unterwegs und uns treibt eben genau, also wir sehen ganz viele so eine Menschen wie die beiden und so eine Projekte und sind immer so unglaublich begeistert davon und wir fragen uns immer, wie kann man denn jetzt dieses
Wissen und diese Menschen und das, was sie tun, eigentlich sichtbarer machen und transportieren. Und wir haben eben das Überland-Festival jedes Jahr in Görlitz, was ein Format ähnlich wie die Republika ist, nur für Leute, die sich für Landaktivismus interessieren. Wir haben Magazinen, wir haben eine andere digitale Plattform, die Landinventur. Da gibt es später um 3 auch nochmal was dazu, wo man Dörfer kartieren kann. Und wir sind an einem Projekt dran, das wir Landmaschine nennen. Und das ist jetzt, also auch unter dem Link findet ihr quasi den Beta-Prototypen, der auch noch nicht mobil optimiert ist und so weiter, also nochmal zu Hause in Ruhe anschauen. Aber wir suchen irgendwie oder versuchen auch da in diesem digitalen Raum eben einen Ort zu schaffen, wo sich die Projekte, die Akteure und Organisationen und eben ihr Wissen über das, was sie da tun, finden lässt. Klar ist irgendwie, jetzt sind nicht die Ersten, die diese Idee haben. Überall schießen diese Plattformen und Steckbriefsammlungen aus dem Boden. Aber unsere Vorstellung ist, dass wir auch hier mit Hilfe von einer KI, die möglicherweise auch diese anderen Plattformen, die es gibt, über Landprojekte, je nach Thema oder nach Förderschiene oder nach Region, zusammensuchen kann, uns hilft, das alles zu sortieren, zu verschlagworten, zu verknüpfen, sodass man dann eben gute Projekte finden kann, die Leute ansprechbar macht. Und wir haben eben auch als zentrales Element diese Praktiken uns gesucht, die gleichzeitig Schlagworte sind, mit denen wir sozusagen jedes Projekt und jeden Akteur verschlagworten können und gleichzeitig auch wie so eine übergeordnete Sortiermatrix eben sind, wo ich dann auch, je nachdem, was mich interessiert, die passenden Beispiele finden kann, ob es eben was Digitales sein soll oder was mit Mobilität oder eigentlich ein Ort, den ich irgendwie beleben will. Also da kann man von den verschiedensten Seiten kommen. Und genau, da fragen wir uns aber natürlich auch wieder, wie kann ich denn jetzt in so eine Wissensseite, wie man sie hier rechts sieht, so ein bisschen Wikipedia-mäßig, eigentlich diese ganzen Erfahrungen, dieses ganze Wissen da reinpacken. Ist das überhaupt das richtige Format dafür? Aber das diskutieren wir jetzt gleich nochmal gemeinsam weiter. Genau. Also, Landzukunft ohne Cash, aber mit Wissen. Vielleicht nochmal an euch beiden die erste Frage dazu, wir haben ja gesehen, es gibt ganz verschiedene Ebenen von Wissen. Es geht los bei dem, wie mache ich denn überhaupt diese Orte, wie kann man sich da organisieren, wie schafft man das, eine Verwaltung und eine Uni und Leute aus der Stadt zusammenzubringen, um so ein Haus zu öffnen oder eben bei euch natürlich auch ganz viel Wissen um so ein Thema CO2 in Gebäuden und diese graue Energiebegriff, auch ganz viel eben architektonisches, gebäudetechnisches Fachwissen. Das sind ja einfach unglaublich viele Ebenen und viel Detailwissen. Wo seid ihr denn da bei eurer Reise gestartet und was habt ihr auf dem Weg euch an Wissen eigentlich angeeignet und wo und wie gelernt? Frage, ich fange erstmal an. Ich muss dazu sagen, ich glaube, ich wäre gar nicht zu diesem Projekt gekommen und auch zu der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, wenn ich nicht selber seit jetzt 6 Jahren in der Uckermark leben würde. Und ich glaube, das spricht schon mal den wichtigsten Punkt an, und zwar den Punkt der Perspektive. Also es wird sehr oft über den ländlichen Raum gesprochen, mit einer durch und durch urbanisierten Perspektive. Und da wird immer über den Raum gesprochen, aber die Menschen aus diesem Raum sprechen nicht selber über sie. Das hat sehr, sehr viele Gründe. Das hat mit Medienkompetenz zu tun, mit Machtgefällen, mit finanziellen Möglichkeiten, mit der Konzentration von Kultur- und Kreativberufen eben in urbanen Räumen. Und das ist, glaube ich, eine Dimension, die man immer wieder ganz sich bewusst machen muss, dass wenn wir von Diversität und Sensibilität sprechen, wir auch immer diese Stadt-Land-Achse haben und wir sehr gut darauf schauen müssen, wie sensibel wir empathisch mit den Menschen sprechen und vielleicht auch selber, wenn wir dort leben, zu so einer Art von Mensch werden. Also wenn wir dieses ländliche Denken, was kein Klischee ist, was seine großen Qualitäten hat, in Form von Nachbarschaftshilfe, von Solidarität, von aufeinander achten und so weiter, was ich selber in den letzten Jahren quasi gelernt, erfahren habe und so weiter, das ist so ein bisschen die Voraussetzung,
um eine andere Art von Wissen überhaupt sich bewusst zu machen. Und ich glaube, mit dieser Voraussetzung kann man dann in diese Projekte ganz anders starten, als wenn ich jetzt eine Stunde mit dem gemieteten Auto hinfahre, meinen Workshop initiiere und dann später die Zusammenfassung zurückmaile. Also das läuft so nicht dort. Es sind andere Zeiträume, in denen das stattfindet. Es dauert meistens alles doppelt so lang, wie man denkt. Und die Leute sind auch immer eine halbe Stunde früher da. Das ist auch, also wenn man dann eine Viertelstunde zu spät kommt, ist die Geschichte gelaufen im ländlichen Raum. Habe ich auch gelernt. So. Und nochmal zurück, und dann merken wir eben, es geht eben auch ganz viel ohne Geld, weil der ländliche Raum ist nicht so ein durch und durch kommerzialisierter Raum wie der städtische Raum. Man merkt, dass der ländliche Raum im Prinzip gar nicht interessant ist für die großen Industrien und Medien. Er ist weitgehend werbefrei, er ist frei von all den Online-Angeboten, von all den Möglichkeiten, die wir natürlich haben. Und er entlastet einen aber auch ungemein, ständig Dinge meinen, kaufen oder bestellen zu müssen. Und wir knüpfen an alte Dinge an, wie Subsidenzwirtschaft, wie Tausch, wie Eigenarbeit, wie Nachbarschaftshilfe, hatte ich schon erwähnt. Das heißt, ganz so viel Bares wird dort auch gar nicht gebraucht, weil viele Dinge irgendwie noch diesen emotionalen, diesen freundschaftlichen Level und Qualität haben. Was natürlich langfristige Verbindungen erstmal bedeutet, die viele von uns vielleicht gar nicht mehr so kennen, wenn sie unverbunden, quasi ortlos, global ein paar Monate hier sind, dann dort sind, x-mal umgezogen sind, wie ich auch, bevor ich in die Uckermark gezogen bin. Das heißt, es ist ein ganz anderes Mindset. Und das erstmal kurz zu meinem Beitrag, jetzt auf die erste Frage, was so ein bisschen die Grundlagen bedeuten würde. Und das gebe ich gerne an dich ab, Florian. Ja, vielen Dank. Also ich beantworte erstmal die Frage, aber man könnte sie natürlich jetzt auch schon. Also ich glaube, dass ein wichtiger Aspekt, der uns relativ schnell klar geworden ist, ist, dass wir die Themen, die wir anschneiden wollen im ländlich geprägten Raum, tatsächlich auch eine Professionalisierung brauchen. Also dass wir im Prinzip uns tatsächlich bei manchen Problemen nicht hinstellen können und sagen können, wir machen jetzt... wir leben jetzt dort, wir ziehen jetzt dorthin und dann werden sich die Sachen von alleine klären, zum Beispiel. Also im Prinzip durch so eine private Initiative, dass ich sage, ich gehe dorthin und verlege meinen Lebensmittelpunkt dorthin und lerne die Leute kennen, so kriegt man eben dann mal bestimmte Probleme einfach nicht gelöst. Vor allen Dingen im Hinblick auf jetzt Industriebrachen mal als Beispiel, haben wir es einfach mit Sachen zu tun, das ist ja nicht das Unvermögen der Menschen dort vor Ort, dass das alles brach liegt. Die sind ja nicht zu blöd, um das zu entwickeln oder so, sondern es ist einfach eine komplizierte Geschichte. So, es ist nicht so einfach. So, und ich glaube, das ist eigentlich was uns spannend ist, dass wir eben sagen, wir sehen da auch für uns als Leute, die das ja eigentlich wissen müssten, weil sie das jahrelang studiert haben, tatsächlich auch eine berufliche Perspektive, also ein Potenzial. Dass wir sagen, ich will jetzt nicht abgehoben erscheinen und man kann auch dahin ziehen und hat ein Privatleben und muss das nicht jedem quasi auf die Nase binden, was man da macht. Aber im Großen und Ganzen gibt es einfach Themen, die wir dort behandeln können, die vor Ort nicht gelöst werden können. So generell einfach nicht gelöst werden können. Und dafür braucht es so eine Professionalisierung. Und das ist eben zumindest für mich einfach so eine schöne Erkenntnis gewesen, zu sagen, ja, vielleicht klappt das ja wirklich mal, dass man dann nur Projekte im ländlichen Raum macht, von denen man auch leben kann. Ja, einfach weil man das Gefühl hat, es gibt vielleicht eine Lücke, so eine Entwicklungslücke. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, dass umso mehr man dort ist, also deswegen ist es eben doch auch wieder total wichtig, dass man dort ist und dass man im Best Case auch dort wohnt, dass man die Orte ganz anders kennenlernt. Also wir sind ja immer auf der Suche nach neuen Reallaboren, das ist ja eigentlich nur das erste Reallabor, was wir angehen wollen. Und wir merken ganz stark, dass es super sinnvoll ist, viel vor Ort zu sein, mit den Personen zu sprechen. Im besten Fall, das ist eigentlich so eine Voraussetzung bei uns, eine Person, die wirklich vor Ort ist, die am besten Fall sogar noch aus dem Ort kommt, die zum Beispiel das historische Wissen sammelt, also die Geschichten um den Ort sind super interessant, die mal einzusammeln. Und jetzt quasi nicht mit dem Oral History Projekt, also auch das wäre dann wieder ein Punkt, den man anhängen kann, sondern tatsächlich im Gespräch am Gartenzaun das erstmal anzutippen überhaupt, das Thema. Es funktioniert aber auch nur, wenn man eben mal am Gartenzaun steht.
Und das andere Thema ist, die Orte tatsächlich auch nochmal anders zu verstehen als einfach nur strukturell. Also jetzt nicht einfach so sagen, ja gut, das ist jetzt ein Getreidespeicher, der funktioniert so, der hat die Höhe, das sind die Aufmaße, so und so, das könnten wir da drin machen, jetzt so eine Nutzung da rein zu projizieren, sondern tatsächlich mal zu überlegen, was gibt denn das Gebäude einem eigentlich schon, so wie es da steht. Was kann denn die Bude, ohne dass wir da jetzt quasi anfangen, Betonsägen anzusetzen und alles rauszunehmen? Und auch das ist eine Erfahrung, es funktioniert nur, wenn man vor Ort ist und auch für eine Zeit vor Ort ist und dieses Wissen irgendwie so einsammelt. Ich weiß es auch nicht. Also das ist so ein, ich weiß gar nicht, wo das immer dann herkommt. Das ist aus so ganz verschiedenen Perspektiven kommt das dann immer, dass einem wirklich erstmal klar wird, warum ist das jetzt, warum steht der Speicher da, wie hat der sich entwickelt, wofür ist der eigentlich da, das ist ein Genossenschaftsgetreidespeicher, also kleine Zellen für eine bäuerliche Wirtschaft, die es ja so gar nicht mehr gibt nach der Kollektivierung der Landwirtschaft, also auch diese Punkte, die sehe ich ja nicht, wenn ich mir die Planunterlagen angucke. Wie lange Zeit verbringt ihr da jetzt schon mit diesem Speicher beispielsweise, um das alles zu erfahren und da so ein Gefühl für zu kriegen, was das für ein Ort ist und was der für eine Geschichte mit sich trägt? Ja, so, also das erste Problem, also muss man auch, also das, die Eigentumsverhältnisse darf man natürlich nicht außen vor lassen, passen ja auch gut zum Rahmenthema, wem gehört die Hütte eigentlich? Und das hat uns erstmal ein Jahr gekostet, das zu klären und den Typen ausfindig zu machen, der das mal gekauft hat. Und da ist es tatsächlich so, dass man auch da vor Ort natürlich viel mit den Leuten reden muss. Man muss erst mal erfahren, was ist denn da früher vielleicht mal abgekippt worden? So, wofür ist das überhaupt genutzt worden? Was war da? Was ist da passiert eigentlich die letzten Jahre? Das war so das erste Jahr. Und dann sind wir jetzt seit 2 Jahren quasi so am Bauen und Rumwühlen. Und da ist natürlich dann auch wieder, also da gibt es dann so Punkte, ja, das ist jetzt sehr pragmatisch, aber die Suche nach der Wasserleitung. Es gibt keine Planunterlagen, wo die Wasserleitung liegt. Aber dann erzählt mir eine Rentnerin, wo ich beim Geburtstag eingeladen war, ja klar gab es da eine Toilette, ich habe da gearbeitet. Also, dass man dann überhaupt erstmal weiß, ja, es muss ja eine Wasserleitung da sein, wenn es da eine Toilette gab, die man aber nicht mehr sieht, weil das ganze Ding zusammengebrochen ist. So. Also das sind so Punkte, woher soll ich, ne? Also das, und das sammelt man dann so ein. Ne? Und ihr seid ja beide eigentlich den Weg auch von so einer, also eure Art der das Wissen, was ihr oder das, was ihr gelernt habt und weitergibt, da habt ihr es ja beide geschafft, das auf eine Art zu professionalisieren, ist ja euer Weg. Also ich meine, du natürlich als Stadtplaner, Denkmalpfleger mit irgendwie dieser Büroperspektive, aber Jan, du ja auch irgendwie über die Hochschule, was ja ein ganz interessanter Weg ist natürlich, das weiter verbreiten zu können und seine Zeit dem widmen zu können und eben auch gleichzeitig davon aber auch dann leben zu können, um diese Zeit zu haben, ne? Wie sehr glaubt ihr denn, ist das, was ihr da über vielleicht, also über diese beiden Häuser, diese beiden Projekte gelernt habt, wie einfach ist das denn übertragbar, wie viel davon? Also kann man jetzt diesen Umgang mit so einer Industriebrache 1:1 oder wie viel davon, was davon auf eine andere übertragen? Oder wie ist das auch, wenn wir diesen Kreativort anschauen, was kann ich denn da eigentlich genauso jetzt woanders machen, was ihr nur weiter erzählen müsst und dann weiß es jemand oder was ist dann doch irgendwie komplexer und muss angepasst werden? Ich fange nochmal wieder an. Naja, also in unserem Falle geht es ja im weitesten Sinne um soziale Innovation, also um sogenannte, wir nennen das eigentlich lieber transformative Praktiken, weil das es wird immer so viel von Innovation gesprochen, man kann aber auch Exovation und Renovation betrachten, also schädliche Prozesse eher zu beenden, vielleicht Stichwort Atomausstieg, oder Renovation würde bedeuten, alte Dinge, die sich bewährt haben, wieder einzuführen und stärker zu nutzen. Darum der Begriff transformative Praktiken. Und da haben sich natürlich mittlerweile auch in der Forschung, aber auch in der Praxis, deutschlandweit, aber auch in Ländern von Asien, Korea, Japan zum Beispiel, gezeigt, dass wir durch den demografischen Wandel, durch den Vorzug von vielen Menschen im ländlichen Raum natürlich Leerstand haben und sich gewisse Projekte und Prozesse gebildet haben, auch gewisse Standards. Also wir haben ja das Netzwerk Zukunftsorte zum Beispiel, die auch medial sehr präsent sind. Ihr habt in der Landmaschine schon Praktiken gesammelt, die kann man auch als Muster, als sogenannte Pattern vielleicht bezeichnen. Und in der Forschung zur Transformation haben wir auch gewisse zentrale Akteure schon identifiziert. Da geht es um Leute, die gut vernetzt sind, die einerseits gut im ländlichen Raum vernetzt sind und trotzdem auch Wissen anzapfen können aus Institutionen wie der Hochschule oder wie der Kommune. Besonders hat sich gezeigt, dass gerade rückkehrende Menschen in den ländlichen Raum
wunderbare Motoren der Transformation sind. Weil sie kommen meistens zurück in ihre alten Nachbarschaften, ihre Familien. Sie kennen die lokalen Codes, haben das Wissen, wo vielleicht die Toilette früher war. Andererseits haben sie auch vielleicht irgendwo eine Ausbildung gemacht, studiert, mal im urbanen Kontext gelebt. Und die schaffen es super gut, diese beiden Welten zusammenzubringen. Und davon haben wir auch einige Menschen bei uns im Projekt, bei den Gründungsstipendiaten oder dann im Raumstipendium. Und das sind so Schlüsselakteure für uns, die wirklich so die Schnittstelle bilden zwischen Stadt und Land. Ja, also die Übertragbarkeit, also ich würde sagen, das ist natürlich immer ein Einzelfallprojekt. So, also da vielleicht funktioniert es jetzt dort in Osmanstedt. Wir haben noch ein anderes, eine alte Gärtnerei im Vogtland im Blick gerade. Da funktioniert es auch, aber es ist ganz anders. Da geht es um ganz andere Themen. Aber es kristallisieren sich so Leitlinien heraus, wie man es angehen könnte. Und vor allen Dingen, und ich glaube, das ist eigentlich das Interessanteste für uns, es geht ja jetzt gar nicht so sehr darum, was auf dieser Baustelle passiert, sondern es geht ja vielmehr daraus, was wir davon ableiten können an so generellen Forderungen. Deswegen ist ja eine super Frage. Und da merken wir, dass eigentlich an Anforderungen an die Politik erstmal klar wird, reißt die Dinger nicht mehr gefördert weg. Ja, also findet Möglichkeit andere Konzepte. Und das heißt für uns beispielsweise im Moment vor allen Dingen ein Dächerprogramm. Also wir haben das größte Problem natürlich bei diesen Brachen, wenn sie nicht gerade total mit Altlasten verseucht sind, was aber bei gar nicht mal so vielen Objekten der Fall ist tatsächlich, weil es sich viel um Textilindustrie zum Beispiel handelt, da geht es wirklich noch, ist dann einfach zu sagen, statt die Mittel in den Abriss zu investieren, wäre es sinnvoll, die Dächer zu sichern. Und dann wird sich eine Nutzung finden. Also das ist erstmal ein krasser Leitsatz zu sagen, wir sichern jetzt ohne zu wissen, was kommt. Aber das Problem ist ja, dass wenn abgebrochen wird, die Leute ja auch nicht wissen, was kommt. Da kommt ja keine neue Industrie. In den seltensten Fällen siedelt sich dann da was an. Und das ist, ich glaube, das sind so Forderungen, die wir eben ableiten können, die wir eher so generell dann über unser Netzwerk streuen wollen, um eben auch politische Forderungen zu machen. Weil, wie gesagt, das ist keine Sache, die sich nur vor Ort klären lässt. Diese Leerstandsproblematiken, der demografische Wandel, die fehlenden produktiven Orte auch eben in den Orten. Also das ist ja eigentlich so nochmal so ein Knackpunkt auch, ne? Diese Produktivität wieder herzuheben. Ja. Vielleicht noch als Nachtrag, also das verbindet unsere beiden Projekte auch, glaube ich, dieses unabgeschlossene Denken, also in offenen Räumen zu sagen, wir machen mal was, aber wir wissen noch nicht genau, wofür es gut ist, und also wir wissen schon, wofür es gut ist, aber nicht, was dann genau kommen wird. Und das auch in der Planung, in der Politik klar zu machen und durchzusetzen, dass man erstmal irgendwie vorbereitet ist, aber noch nicht den großen Endplan hat. Und das hatte auch zum Glück der Bürgermeister von Angermünde, er sagte auch, ich weiß nicht, was hier reinkommen kann. Ich weiß nur, wir brauchen nicht das 30. altersgerechte Wohnen in Angermünde. Das haben wir und das ist okay, das reicht uns. Aber liebe Hochschule, fühlt euch frei zu denken, ganz offen zu sein und was zu entwickeln, von dem wir noch gar nicht wissen, ob wir es brauchen oder ob es uns fehlt. Und das war eine besondere Qualität, auch in diesen Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen, was man auch an anderen Orten finden kann und was da eine ganz wichtige Voraussetzung ist. Ja. Vielleicht als letzte Frage, bevor wir dann auch euch als Publikum einladen, hier mitzudiskutieren und mitzufragen. Also ich meine, wenn wir über gesellschaftliche Transformation reden, dann geht es ja immer wieder auch um so eine Skalierung oder das Gefühl zumindest, dass sich diese Orte noch viel mehr vermehren müssen, die guten Ideen woanders stattfinden müssen. Du hast ja gerade schon auch genannt, dafür muss es vielleicht an Politik kommuniziert werden, viele Aspekte davon, um quasi auch diese ganzen rechtlichen, fördertechnischen Weichen anders zu stellen, die natürlich super einflussreich sind. Aber was ist denn aus eurer Perspektive vielleicht das die wichtigste Stellschraube, die wir da irgendwie in der Hand haben, um quasi diese Transformation auf dem Land voranzubringen und zu verbreiten, verbreitern, Leute zu gewinnen? Was meinst du mit wir? Wir als Forscher oder als ja, vielleicht in den verschiedenen Rollen, ja. Als sowohl als Leute, die so einen Ort oder so Projekte betreiben, als auch natürlich vielleicht als Forschende. Mhm. Ja.
Naja, es geht so ein bisschen im übertragenen Sinne um so ein, habe ich das Gefühl, um so ein Gärtnern, um so ein Kümmern. Also um die Projekte nicht zu früh zu verlassen, sondern auch zu schauen, dass sie irgendwie gut groß werden können und gedeihen können. Also ein Beispiel, wir waren ja selber inspiriert bei den Raumstipendiaten vom Haus der Statistik, von der Pioniersnutzung. Und jetzt haben wir schon einen Ort neben Angermünde, Prenzlau, die unsere Idee übernehmen und die jetzt die Bahnhofspioniere gestartet haben. Und im alten ehemaligen Bahnhof können jetzt, glaube ich, 12 Leute die Räume nutzen. Und da stehen wir in ganz engem Kontakt und sehen es auch als unsere Verpflichtung, das, was wir gelernt haben, so Open-Source-mäßig natürlich weiterzugeben. Und da geht es nicht darum, irgendwie ein Geschäftsmodell aufzubauen, sondern eher das als soziale Innovation, als soziale Idee weiterzutragen, aber auch zu sagen, es gibt einen Kern gelingender Lösungen, aber wie das dann kontextuell vor Ort ausgeformt wird, das müsst ihr auch immer wieder selber anpassen und da steht ihr dann in der Verantwortung. Und das ist dieses Geben und Nehmen und dieses sich drum kümmern, würde ich sagen. So, das ist so ein bisschen der Schlüssel und man switcht immer wieder als Theoretiker und Praktiker, glaube ich, wie man drauf schaut und wie man das so nach und nach ermöglicht als so Facilitator, würde ich sagen, im ländlichen Raum. Ja, ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also im Prinzip dieses Thema Reallabor, Pilotprojekt, wie sie alle heißen, also tatsächlich ein gutes Beispiel zu liefern, um an anderen Orten das dann nachzumachen, im Best Case. Für mich ist es, glaube ich, also das, was ich als den wichtigsten Punkt erachte, also ich glaube wirklich, dass die Fördermittellandschaft geändert werden muss und an die Klimakrise angepasst werden muss. Also das glaube ich tatsächlich. Und ich glaube, das, was wir machen können, ist, wir haben die Orte und Menschen tatsächlich, ja, also wir sind in Kontakt mit denen, wenn wir zum Beispiel einen Getreidespeicher in Osmanstedt umbauen und wir können da eine Stimme erheben, weil wir eben gut ausgebildet sind, weil wir einen Draht in die Großstädte haben und wir haben eine Möglichkeit, quasi diese Sachen, also im Prinzip so ein Lautsprecher zu sein, in die entsprechenden Stellen. Und ich glaube, das ist tatsächlich, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass jemand da eine Lobby ergreift für brachliegende Gebäude, für die Geschichten, die daran hängen, für die Menschen, die vor Ort noch sind, die noch übrig geblieben sind. Also ich glaube, das im Prinzip rauszutragen und auch zu übersetzen im gewissen Maße, das ist ein Punkt, den wir gut übernehmen können. Und dafür sind die Orte halt super wichtig. Also, dass man diesen Ort hat, an dem das kulminiert, weil ich glaube, das versteht sowohl mein Nachbar, wenn wir da was bauen, als auch die anderen, die irgendwie von außen kommen, worum es jetzt eigentlich gerade geht. Ja, genau. Ja, wenn sich gleich niemand meldet, diskutieren wir weiter darüber, warum das Digitale jetzt vielleicht auch wichtig ist. Aber ich glaube, wir kommen nicht dazu. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt mit den Mikros ist, weil ich glaube, ihr müsst hier vorkommen, um genau. Mach mal so von vorne nach hinten da und dann genau. Ja. Ja, ich muss jetzt doch wieder zu dem Thema Cash kommen. Also mir ist nicht ganz klar, die Gebäude gehören ja jemandem. Du hast ja bei dem Speicher gesagt, es ist ein jemand, der es gekauft, seine Rolle dabei. Ich meine, der muss euch ja sozusagen diesen Speicher zur Verfügung stellen, der müsste es ja machen dürfen. Das Zweite ist, du siehst ja für dich eine berufliche Perspektive. Das heißt, wie willst du Cash für dich generieren? Du machst das ja dann nicht nur für, also quasi als Goodwill, sondern du willst ja davon leben. Und das Zweite ist, auch bei euch aus der Zukunft, die Gemeinde, habe ich jetzt verstanden, hat euch das Gebäude zur Verfügung gestellt. Es entstehen ja Betriebskosten auch während eurer ganzen Arbeit. Wer kommt dafür auf? Also ein bisschen Cash braucht man ja insgesamt dafür. Soll ich erst mal? Ja. Also ich sehe uns da auch in der Verantwortung. Also das war, ich habe es vielleicht falsch erzählt, wir haben das Ding schon gekauft, wir haben es ihm abgekauft und wir haben seine Altschulden geklärt und haben überhaupt diese ganze Altlast geklärt, die im Grundbuch, völliges Chaos, was da los war und wir haben es gekauft, vorher hätten wir nicht anfangen können und ich glaube, das ist auch eine wichtige Voraussetzung, klar, natürlich wäre es schöner, wenn man jetzt noch ein genossenschaftliches Modell entwickeln würde, aber es ist wichtig, dass, glaube ich, solche prägnanten, wichtigen Orte auch wieder den Leuten gehören, die auch tatsächlich vor Ort sind. Und nicht völlig entkoppelt sind von den Orten und demjenigen, dem es gehört. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Und dann ist es, glaube ich, ich bin tatsächlich überzeugt davon, dass es Alternativkonzepte zum Abbruch gibt. So ein Abbruch ist ja richtig teuer. Der kostet eine richtige Menge Geld. Und wir reißen ab und ich würde gerne dieses Geld, ich sage mal so, for another 10 years,
einmal nehmen, was in den Abbruch fließt und das im Prinzip in diese Brache stecken. Das heißt nicht, dass man eigentlich auch mal einen Teilabbruch machen kann und im Prinzip da eine Konzeptentwicklung voranzutreiben. Ich glaube, das ist das, wo wir so eine Perspektive sehen. Wir haben da jetzt auch schon eine Anfrage von Arealen bekommen. Es geht in Grimmitschau um eine Tuchfabrik, das ein Teil musealisiert ist. Und jetzt geht es eben darum, was passiert mit diesem anderen Teil. Und da wird natürlich auch wieder darüber diskutiert, ob es jetzt stehen bleibt, ob es nicht stehen bleibt. Es wird schon stehen bleiben, ne, weil auch das Museum eine starke Lobby ergreift. Aber da eben zu sagen, wir können hier ein Konzept anbieten, was im Prinzip preislich wirklich drunter bleibt, auch weil die Baukosten steigen werden und weil irgendwann auch CO2 im Bauwesen besteuert werden wird, also gerade im Hinblick auf eine Gesamtenergiebilanz der grauen Energie, dann wird sich der Abbruch gegenüber dem Neubau nicht mehr lohnen. Das wird, denke ich, kommen, davon bin ich überzeugt. Und dann im Prinzip ein Konzept anbieten zu können, was jetzt nicht eine vollständige Transformation und wirtschaftliche Ausnutzung vorsieht, sondern eben genau die Modelle macht, die hier gemacht werden. Ja, also dann gibt es eben nur eine Sommernutzung. Dann gibt es eben meinetwegen nur eine Teilnutzung, die heizbar ist. So wird nur ein kleiner Teil genutzt. Das ist ja möglich, weil die Immobilienpreise an der Stelle nicht so hoch sind, dass wir diesen riesigen Druck hätten. Ja, also, und das ist, glaube ich, da will ich so ein bisschen hinaus. Also an der Stelle ein kluges Umdenken sozusagen von Cashflow und Kosten. Ja, ja, und zur Frage nach dem Haus mit Zukunft in Angermünde und den Betriebskosten der Kommune. Ne? Da geht es auch um so eine Art Perspektivwechsel. Also auch da argumentieren wir wirtschaftlich und sprechen von Kapital, aber wir erklären der Kommune auch, dass es verschiedene Sorten von Kapital gibt. Also wir können auch von kulturellem Kapital, von sozialem Kapital sprechen. Und wir haben denn schon so argumentiert, dass wir gesagt haben, dass so ein Ort, der ein bisschen was Geld, also monetäres Kapital kostet, aber auch ein Vielfaches von kulturellem und sozialem Kapital erzeugt und die Wirkung in der Region, in der Stadt eine viel größere ist als die Kosten, die es jetzt geldtechnisch erzeugt. Und diese Argumentation wurde gefolgt, das wird verstanden und das ist auch so eine Art kleine Hilfe, die wir auch den anderen Kommunen dann mitgeben und sagen, wie könnt ihr aus dem, was ihr habt, mehr machen, indem ihr das kombiniert, indem ihr die Menschen und die Orte zusammenbringt und die Leute dort machen lasst und dann schaffen sich die Werte fast von selbst heraus. Ne? Ja, spannend. Ob es rausgeht, ich glaube nicht. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Annika Grebner und ich bin eigentlich im Rahmen meines Forschungsprojekts, also im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit heute hier. Ich bin gleichzeitig aber auch Bewohnerin des ländlichen Raums, ich komme aus Eberswalde und da auch gleichzeitig Mitglied und Vorstandsvorsitzende von eben so einem gemeinnützigen Verein. Und erstmal wollte ich mich bedanken, danke für euren Beitrag, danke für eure Arbeit und gleichzeitig, ohne euch in den Rücken fallen zu wollen, ein bisschen widersprechen, weil meine Erfahrung nicht die ist, dass es ohne Cash geht und unser Verein auch gerade in Eberswalde oft an cashmäßige Kapazitätsgrenzen kommt und vieles bei sich darum dreht, okay, wie können wir unsere nächste Monatsmiete bezahlen, weil bei uns es tatsächlich nicht so ist, dass das irgendwie umsonst ist, uns das gestellt wird. Ja, also erstmal so viel dazu und dementsprechend würde mich interessieren, an wen euer Stipendium, was ihr habt, adressiert ist, von wem das gefördert ist, also grundsätzlich, was eure Erfahrung ist, auch mit der Förderlandschaft. Und gleichzeitig frage ich mich, ihr redet über Regionen wie die Uckermark oder Thüringen, das sind vielleicht nochmal andere Regionen, als es Eberswalde mittlerweile ist. Eberswalde ist weiter in dieser Transformation. Und ich frage mich, was ist eure Zukunftsperspektive für diese Regionen, die schon transformierter sind, die dann aber gleichzeitig auch wieder attraktiv werden für Investitionen, für InvestorInnen. Eberswalde wird gerade sehr, sehr stark gentrifiziert, was auch wir als Verein merken, dadurch, dass Mieten hochgehen, dass wir in der Innenstadt keinen Raum mehr finden für unseren gemeinnützigen Verein. Ja, das wird mich sehr, sehr stark interessieren, neben dem, ja, dass ich nochmal anmerken wollte, dass sehr viel in dem Bereich über Ehrenamt geht und dass vielleicht auch nicht die Perspektive ist, dass alles getragen werden sollte über Ehrenamt. Das ist nicht meine Meinung, dass das okay ist, dass alles im Ehrenamt stattfindet und verlagert wird und nicht umsonst ist es mittlerweile so, dass es eigentlich auch eine Überarbeitung im aktivistischen Bereich im Ehrenamt gibt. Ich bin dir total dankbar dafür, dass du das auch nochmal eingebracht hast, weil natürlich haben wir das jetzt hier so ein bisschen pointiert und zugespitzt, aber
Genau, ich glaube bei dieser, also hier durch die Schriftverschiebung sieht man jetzt nicht mehr das Fragezeichen dahinter. Ich glaube, was sozusagen unsere, oder wo wir erstmal dagegen arbeiten wollten, ist die Vorstellung, die oft vielleicht, wenn man in so Hauptstädten sitzt und irgendwelche Ministerien, die überlegen, was sie tun können und wie sie Geld verteilen können, dann geht es ja ganz viel immer um, ja, da muss man jetzt irgendwie, da muss jetzt Geld in diese ländlichen Räume umgeleitet werden, damit es da irgendwie vorangeht und nicht alle die AfD wählen. Und dann ist aber immer, also gibt es da so ein bisschen Ratlosigkeit oder dann geht es um Breitband oder um viel Infrastrukturen, viel, ja, so. Und ich glaube, genau wie du sagst, erstmal die Perspektive zu wechseln, zu sagen, eigentlich diese ganzen Leute, die da so viel tun, ja, die brauchen natürlich dann auch Geld dafür. Und das ist überhaupt nicht viel erstmal, was, glaube ich, viel bewegen kann, wie du sagst, einen Raum haben zu können, ein Stipendium dafür, so, also das ist natürlich was, was schon super viel bewegen kann und wo wir, glaube ich, auch diese Problematik immer wieder sehen und betonen, dass das halt nicht bei den Leuten so ankommt oder eben unglaublich mühsam ist, unglaublich viel Bürokratie, da Mittel zu kriegen, da hast du total recht. Und auch dieses Thema Gentrifizierung, ich weiß nicht, kannst du ja auch gleich mal bei Angermünde, ist das sicher auch schon ein Thema. Ich glaube, dass es eigentlich dann eben um die tiefen Fragen geht, wie Eigentumsstrukturen und wie kann eigentlich so eine Stadtverwaltung oder Gemeinden rechtzeitig das auch mitdenken, Gebäude, Räume zurückzukaufen, ne, in kommunales Eigentum zu bringen. Und genauso wie man diese Lösung für Berlin diskutiert, muss man sie eigentlich auch fürs Land diskutieren. Und ich glaube, da wird es an vielen Stellen immer so ein bisschen vergessen, weil man da froh ist über alles, was erstmal passiert. Aber es ist total richtig, dass auch das ganz schnell kippen kann. So kannst du bestimmt auch aus Gerswalde noch einen Schwung erzählen. Oh, das wäre noch eine neue Session. Aber erstmal daran anknüpfend. Also ganz kurz, finanziert wird es von der Drosos-Stiftung, einer Schweizer Stiftung, die gemeinwohlorientierte Projekte im ostdeutschen Raum finanziert. Wir haben das mit einer Gruppe entwickelt, die nennen sich Kulturhanse. Und da haben wir dann über ein Jahr überlegt, wie können wir das als gemeinwohlorientiertes Gründungszentrum entwickeln. Genau, aber der weitere Kontext, da geht es um die Gentrifizierung und auch natürlich sind diese Diskussionen mittlerweile im ländlichen Raum und im Diskurs über die ländlichen Räume angekommen. Also ich erinnere mich, vor 3 Jahren auf dem Überland-Festival in Görlitz, da waren auch die Leute vom Mietshäuser-Syndikat und anderer Initiativen da und da geht es natürlich darum, ländlicher Raum ist nicht nur idyllischer Vierseithof und jeder sucht sich seine glückliche Oase mit der Erbschaft oder dem Geld der Eltern, sondern wie schaffen wir es langfristig Strukturen ja, dem kapitalistischen Markt zu entziehen und können die auf Dauer selbstständig verwalten. Und was wir im Haus auch starten, sind soziokratische Strukturen, sind Strukturen des Commonings, des Gemeinschaftens, wo aber und da muss ich nochmal wieder ein bisschen widersprechen, wo wir auch schauen, was ist unseres Leben wert und was ist alles möglich ohne Geld, also Richtung Tauschlogik, Freiheit zu denken. Und uns auch irgendwie, Geld ist ein großer Ermöglicher, kann aber auch ein Riesenzwang sein. Und zu versuchen, uns da von ein Stück weit zu befreien und zu sagen, Dinge sind spendenbasiert, jeder trägt so viel bei, wie er gerade kann und macht. Und ich sehe schon, du hast die Commoning-Zeichen auch drauf. Das ist so ein bisschen so die andere Sichtweise, zu sagen, wir wollen uns davon abwenden und diese Schwäche so ein bisschen auch als Stärke begreifen und Qualitäten daraus ziehen, dass es eben gar nicht so viel Geld gibt und schauen, was ist denn sonst da in der Qualität, in den Menschen oder in den Gebäuden zum Beispiel. Nochmal Überleitung an dich, vielleicht auch zur Frage, was sind diese Dinge wert? Du sagtest, die haben keinen Wert. Aber auch der Wert wird ja soziologisch konstruiert und für jemanden, der einen gewissen Plan hat, der schon die Idee hat, für eine Riesengalerie oder ein Museum im ländlichen Raum, für den könnte so eine eigenartige Brache ja schon einen gewissen Wert wiederum darstellen. Hat ganz viel mit Wissen und Zuschreibung von Wert auch zu tun. Ja, also immobilienwirtschaftlich haben die vermeintlich keinen Wert. So, das, ich bin da voll bei dir. Also das ist, gerade wenn man bauen will, braucht man Kohle. Und zwar richtig, richtig viel Kohle. Und da kann man noch so sehr wenig bauen und wenig invasiv bauen und braucht Geld. Und es liegt gerade im Hinblick darauf zu wenig Geld auf der Straße. Es liegt irgendwo rum, aber es ist sehr schwer verteilt, also ohne Frage. Und gerade wenn es um Eigentumserwerb geht, für Vereine, kenne ich jetzt auch keine Förderungen, die das mal so ebenso unterstützen würden. Obwohl das ja super wäre. Ne? Ja.
Ja, danke für eure Beantwortung. Ich hätte noch ein paar Rückfragen, aber ich überlasse erstmal den Raum. Wir sind dann nachher auch noch hier. Es gab da hinten noch Fragen, hatte ich gesehen. Ah ja, da, okay, erstmal da. Du bist schon hier, okay, und danach. Ist ja auch nicht mehr lange, ne? Wir müssen uns jetzt kurz fassen. 6 Minuten. Ich habe auch noch mal eine Frage, ob ihr Tipps habt, was hier von Berlin aus im ländlichen Raum gefördert wird. Ich bin gerade von Bayern in den unteren Spreewald gezogen, auch weil mich schon immer dieses Ost-West-Verhältnis interessiert hat. Und wenn ich mir dort die Wiesen anschaue und den Boden, ich habe jetzt auch angefangen zu gärtnern und all das zu machen, sehe ich diese total ausgetrockneten Wiesen und habe dieses kohlsche Versprechen der blühenden Landschaft immer noch irgendwo so da hinten rumwabern. Und ich habe die letzten 4 Jahre mit sehr wenig Geld gelebt. Also ich habe das ausprobiert, was möglich ist an Tauschwirtschaft, also ein bisschen auch nomadisch dieses Prinzip, wo herrscht Überfluss, wo kann ich etwas einfach bekommen, was da ist, wo Überfluss produziert wird, das auch wieder weiterverteilen. Und meine Erfahrung ist, es ist unfassbar energieaufwendig und Deutschland ist ein Land, was in sehr festen Bahnen funktioniert. Also ich habe mich für Recherchestipendien beworben, und tatsächlich habe ich nach wie vor keine Stelle gefunden, die das ernsthaft fördert und vielleicht auch ein bisschen Experiment zulässt, also dass man nicht gleich Ergebnisse produzieren muss. Und wenn ich mir diese Wiesen da anschaue, hätte ich zum Beispiel jetzt gerne Hilfe in Bodenanalyse, schauen, wo ich Kompost herbekomme, also wie man das eigentlich experimentell in einem kleinen Rahmen dieses Versprechen irgendwie wahrmachen kann. Dann kommt dazu, als Bayerin auf einem ehemals ostdeutschen Ort, als junge Frau, ist es natürlich auch challenging, überhaupt ernst genommen zu werden mit sowas. Also ich muss mich da auch so ein bisschen schützen, dass ich nicht ausgelacht werde dafür. Zum Thema Cash, es gibt einen Bankautomaten, der, ich weiß nicht, 20 Kilometer entfernt ist oder so. Und ich habe mir die Challenge gesetzt, ohne Auto auf dem Land zu leben. Also so richtig hardcore, mehrere Punkte. Und was ich wirklich jetzt suche, ist, wo gibt es Experimentierstipendien für so ein Projekt, was ich da jetzt irgendwie angegangen bin und was, ja, wo es schwer ist, ernst genommen zu werden. Ja. Ich kann da natürlich nur an die Neulandgewinnerförderung denken. An die was? An die Neulandgewinnerförderung, die ich ja vorhin schon mal genannt hatte. Also weil das auch der Versuch ist, die wurde zusammen mit der Robert-Bosch-Stiftung entwickelt, die wird inzwischen aber auch, ist viel breiter aufgestellt und löst sich langsam von der Bosch-Stiftung. Aber es ist der Versuch eigentlich zu sagen, wir finden diese Menschen und wir glauben, dass die da unterwegs sind, Dinge experimentell ausprobieren und dass unklar ist, was wir für die Zukunft brauchen. Und es geht nicht darum, eine bestimmte Lösung zu entwickeln und so weiter. Na klar, bewirbt man sich auch da irgendwie mit einer Idee und irgendwie, was man machen will. Aber es ist schon eine besondere Förderung, die eigentlich sagt, wir vertrauen diesen Menschen, die da unterwegs sind, dass aus diesen Experimenten etwas wird und dass das der Samen ist für die Region, aber auch eben gesellschaftlich Diskurse im Größeren. Also da kann ich nur empfehlen, sich auch das nochmal anzuschauen, ja, weil man da ganz viel von lernen kann und auch von diesem Netzwerk, was es da inzwischen gibt, ganz viel lernen kann. Und habt ihr noch irgendeinen Tipp, weil was ich ja aus Bayern kommend so sehe, ist auch die lang passierte Vernachlässigung dieser ländlichen Räume, also dass da wirklich auch keine Ressourcen hingeflossen sind und deswegen sehr viel, ja, eben Fronten entstanden sind und keine Förderung passiert ist. Habt ihr da noch irgendeinen Tipp, für was es für Förderung für lokale Projekte gibt, um beispielsweise Jugendliche irgendwie so ein bisschen aus dem rechten Raum so denen so Alternativen zu bieten oder irgendwie? Tatsächlich gibt es da, ich meine, wir können gleich nochmal reden, es gibt eine Unzahl inzwischen an Förderprogrammen für Land oder in diesem ganzen Landbereich Demokratieförderung. Die DSEE, die Deutsche Stiftung für Ehrenamt und Engagement, hat sich jetzt auch neu organisiert oder ist sozusagen neu gestartet vor wenigen Jahren. Die bieten ganz viel an, auch an Wissenstransfer. Also ich glaube da, wenn man da ein bisschen reintaucht und rumsucht, gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Gelder für viele verschiedene Zugänge oder Ebenen, die sich da bewerben können, Kommunen, Vereine, Demokratiethemen. Also ich glaube, da kann man schon auch
viel finden. Man muss, es macht einfach nur unglaublich viel Mühe. Ja, oder macht's. Als Zusammenfassung, Stichwort, ich glaube, wir müssen gleich schon, wir werden von der Bühne gerissen. Es gibt einen sogenannten Förderatlas, heißt der, glaube ich. Und das ist auch eine, gibt es online eine systematische Darstellung von Soziokulturfonds, Amadei Antonio Stiftung, nennt man ihn so, und andere und eben auch dem Programm der Neulandgewinner, die ich wirklich sehr empfehlen kann. Und da muss man sich so ein bisschen durchforsten und da braucht es dann eben wieder das Wissen, Anträge zu schreiben. Und das ist auch so ein bisschen aber das Potenzial der jungen Akademikerinnen und Akademiker, die in den ländlichen Raum kommen, nicht nur ihre eigenen Projekte zu machen und zu sagen, was ist der Verein vor Ort, wie kann ich ein Projekt machen mit der Heimatstube im Dorf. Und das merke ich bei uns, Stichwort Gerswalde, nochmal ein kleinerer Ort von Angermünde entfernt, das passiert da mehr und mehr, dass eben so diese Potenziale vor Ort und die Potenziale von außen zusammenkommen. Regionalplanung sagt dann, neoendogene Entwicklung entsteht dann. Ja. Gut, ich glaube, wir haben jetzt einen ganz schönen großen Bogen gemacht. Für die letzten Fragen sind wir auch noch ein bisschen hier oder können rausgehen, dann können wir die auch gerne noch so beantworten. Land, Zukunft, Transformation ist einfach so ein Riesenthemenfeld. Ich glaube, da kommt man in der Stunde einfach nicht sehr weit, aber wir sind noch da und freuen uns sonst auch spätestens auf dem Überland-Festival im September in Görlitz auch da nochmal in die Tiefe zu tauchen, wenn euch das interessiert.